stellen mich wichtige Fragen zu meiner Medientätigkeit. Diese möchte ich gerne einmal grundlegend beantworten, damit sie nicht immer wieder aufkommen müssen. Nachfolgend die Top 3. Platz 3. Haben Sie als Medienschaffender nicht sehr viel Verantwortung für künftige Generationen und müssen darauf achten, was Sie sagen? Klar, das hat Türchen Scheiß. Klar, das hat Türchen Scheiß. Platz 2. Positionierst du dich nicht durch deine Medientätigkeit und sind deine Arbeiten nicht sehr anstößig? Nein. Ich ließ meine kreativen Tätigkeiten eine Weile schleifen, aber besitze dennoch viel Erfahrung und Qualifikationen, vor allem im Bereich Text. Zudem bin ich von mir selbst sehr daran interessiert, mich mit unterschiedlichen Themen aufzustellen, aber selbst möglichst keine Stellung oder Position zu beziehen. Wenn man so viel macht, wird womöglich für Menschen, die sich intensiv mit meiner Arbeit beschäftigen, die Möglichkeit bestehen, mich ansatzweise zu lesen und kennenzulernen. In der Regel passieren mir aber keine Anfängerfehler mehr. Zudem wird diese Sendung vom Radio OKJ im Mittags-, Nachmittags- und Abendprogramm gesendet, was mich eher auf einen FSK-0 schließen lässt. Offenbar kann ich nicht wirklich böse sein, noch nicht mal, wenn ich das sehr bemüht versuche. Platz 1. Der absolute Highscore. Es gibt wohl kaum eine dümmere Frage, die man stellen kann, als einen kreativen Menschen zu fragen, warum er künstlerisch tätig ist. Okay, eigentlich gibt es keine dummen Fragen, aber diese Frage zeigt dann doch schon eine ganz besondere Form geistiger Armut. Also nochmal, denn komödiantischer hätte ich es selbst kaum aufbereiten können. Warum tun Sie das überhaupt? Es sitzt etwas in meinem Kopf, was da nicht hingehört. Das nennt man Gedanken und Ideen. Manchmal vielleicht sogar Gefühle. Andere kennen das Letztgenannte vielleicht zumindest in Form von Hunger oder Durst. Diese sammeln sich an und müssen irgendwann raus. Ich könnte auch versuchen, mich von diesem zunehmend auffressen zu lassen oder diese Verrücktheit einfach im Privat- und Berufsleben auszulassen. Aber künstlerische Tätigkeit erscheinen mir für manche Handlungen doch eine geeignetere Alternative. Wenn sich davon andere Leute unterhalten, begeistern, mitreißen, anspornen, inspirieren, motivieren, stützen oder was auch immer lassen, ist mir das vollkommen recht. Die größte Freude liegt aber wohl unweigerlich darin, sich selbst auf eine Art und Weise ausleben zu können, wie es im Privat- und Berufsleben vollkommen unpassend, wenn ich sogar gefährlich wäre. Klar veröffentliche ich meine Werke. Ein Dichter schreibt Gedichte. Ein Maler zeichnet Bilder. Ein Musiker schreibt und produziert Songs. Ein Schriftsteller schreibt Bücher. Alles, das ist Entertainment. Klar ist dabei immer einiges dabei, was ungesehen in Schubladen verschwindet und nie wieder auftaucht. Einiges ist es eben doch wert, veröffentlicht zu werden. Wer das nicht sehen, hören oder fühlen möchte, der soll ab- oder umschalten. Das erscheint mir persönlich die einfachste Variante. Wenn sich keiner mehr für meine Arbeiten interessiert, erreichen diese auch kein Publikum. Solange es jedoch Menschen gibt, die sich für meine Arbeiten interessieren, werden diese auch ein gewisses Publikum erreichen. Das ist zwangsläufig so und erfordert im Prinzip keine Einwirkung auf andere.
Anders ist das, als wenn ihr zum Beispiel zum Bäcker geht, um euch ein Brötchen zu kaufen. Der Bäcker muss euch wohl euer Brötchen geben. Es ist aber niemand verpflichtet, sich meine Arbeiten anzutun. Das geschieht auf völlig freiwilliger Basis.